So, ein wunderschön zu unserer. Ja, nee, oh Gott, Alter. Natürlich direkt vergessen, die Haare zu machen. Muss so reichen. Willkommen zu unserer, zu meiner, zu unserer, whatever, Transcension-Folge von dem super spannenden Clicker Hero Let's Play. Ja, siehst du mal gucken, ne? Nachdem hier gestern unsere erste Aufnahme so abgekackt ist, also für euch gestern, so ein wunderschön zu unserer scheint zu funktionieren. Sehr schön. Okay, genau. Du. Oh, sehr schön. Na komm. Schafft er das? Der schafft das. Komm, du schaffst es. Campadrayo! Was? Ja, also sobald er denn fertig ist, ascenden wir dann und dann transzenden wir. Ruhe da draußen. Alter, wie wir einfach mittlerweile ewig Zeit für einen Boss haben. Na klar, Alter. Okay. Genau, das heißt, ascenden. Bam. So, und jetzt haben wir nämlich tatsächlich es geschafft, weniger als Faktor 10 zu bekommen. Das heißt, ja. Was ist hier los? Okay, die Sachen nehmen wir uns mal auf. Beziehungsweise dich kann ich gleich mitnehmen. Dann machen wir hier so. Genau. Wir transzenden. Yay! Was ist überlegen, dass wir hier keine Scheiße bauen? Also schön durchdacht rangehen. Mit dem Clan ist alles fertig. Today's Raid haben wir gemacht, genau. Und Yesterday Raid haben wir auch gemacht, genau. Das heißt, die beiden sind bereit. Wir haben bei weitem genug Hero Souls, bei weitem genug Rubine, um auch das zu machen. Sehr schön. Ja, das heißt, wir haben eigentlich alles bereit für die Transcension. Gut, dann transcenden wir auch einfach mal. Ja. So, zuallererst machen wir jetzt eine Quick Ascension. Ich speichere einfach mal vorher. Sicher ist sicher. Kennt man ja. So, jetzt machen wir eine Quick Ascension. Wir können natürlich noch eine machen, aber ich warte mal. So, Hero Souls. Jetzt können wir auch das Ding hier mal machen, ganz ehrlich. Boom. Dann kann der nämlich hier schon mal direkt loslegen. Oh, bitte so. Kann der nämlich schon mal direkt loslegen. Und wir gucken mal. Perfekt. Ja, besser kann es doch gar nicht laufen. Dankeschön. Und jetzt wäre es natürlich noch besser, wenn wir jetzt gleich den anderen bekommen. Schade, bekommen wir nicht. Ne, also quasi jetzt, Sialatas? Nein. Das war. Doch, genau, Sialatas ist der andere. Ha. Perfekt. So, jetzt haben wir hier schon mal, ne, bam bam, da wir unsere, ne, Idle-Bonus hier haben. So, die Sachen können wir auch gleich mal ein bisschen aufwerten. Ja. Also bisschen was in Admin stecken, beziehungsweise in die Typen hier. Das Problem ist, die sind halt schon scheiße teuer. Von daher überlege ich mal ganz kurz. Die Sache ist, der hier unten, genau, der skaliert.
Genauso wie der hier oben auch skaliert. Das heißt, die beide bekommen auf jeden Fall ein Level schon mal dazu. Das ist geil. Und danach würden sie sogar immer noch ein bisschen skalieren. Also der jetzt sogar ganz gut. Aber ich warte mal ganz kurz. Vielleicht finde ich hier noch was anderes. Die hier zum Beispiel, die sind eher nicht so gut, weil die leider nicht skalieren. Das heißt, das hier wird einfach immer uneffektiver. Und ist mir dann auch tatsächlich noch zu teuer dafür, dass es nicht skaliert, also nicht exponentiell ansteigt, sondern halt linear ansteigt. Der Preis aber leider trotzdem ansteigt. Bei dem hier unten Kronos und so, mit denen war ich eigentlich relativ zufrieden. Wir hatten auch direkt sehr hohe Primal-Chance, das ist auch kein Problem. Unser Problem ist tatsächlich insgesamt nicht sehr weit zu kommen und dass wir halt einfach an sich wenig Hero-Souls bekommen. Das heißt, ich konzentriere mich tatsächlich hier auf die beiden hier oben. So, und jetzt könnte man sagen, oh, ich weiß nicht, ob das jetzt intelligent ist. Oh, ich weiß nicht, ob das intelligent ist. Ich meine, der hier skaliert kaum noch. Da würden wir jetzt mit einem Level gerade noch ein Drittel mehr bekommen. Was aber durchaus ein bisschen reinhaut, ist der hier. Und jetzt nochmal. Bam. Ich hoffe mal, das bringt was. Denn ich habe jetzt gerade alle Angel Souls darin versenkt. Das hat sogar tatsächlich genau gepasst. Ganz geil. Ey, wir haben genau 3% Transcension Power. Lol. Also 1% mehr als Start. Weil Starten tut es ja mit 2%, glaube ich. Genau. So, auf jeden Fall haben wir jetzt alle Ancient Souls versenkt und jetzt einen ordentlichen Boost. Und ja, damit haben die natürlich auch gleich noch mehr. Oh, wir hängen. Wo war jetzt der? Achso, hier war der, wo wir ein Level gekauft haben schon mal. Sehr schön. Gut, dann mache ich mal Bam. Dankeschön. Oh ja, man merkt. Der Idle-Bonus, der haut unglaublich rein. Aber sowas von unglaublich. War hier jetzt noch was? Nee, ne? Achso, okay, gut, wir können noch eine Quest starten. Alles so useless, ich mach mal dich hier. So. Dann hätten wir jetzt, müssten wir gleich bald, siehst du, da kommt jetzt eigentlich das mit dem Clan wieder. Das kam doch schon wesentlich früher, oder? Oder kam das? Nee. Letztens habe ich noch gedacht, es kommt erst nach Level 100, dann kam es aber doch schon früher. Also kommt es wahrscheinlich doch schon ab Level 50 oder so. Na, mal schauen. Auf jeden Fall, sobald es da ist, ne, haben wir damit auch nochmal ein paar Hero Souls. Okay, ich meine ganz ehrlich, ich würde jetzt hier noch ein paar Quick Essentials machen. Ich meine, an Rubine mag es halt einfach nicht. Es ist halt irgendwie schon ein bisschen traurig. Ja. Achso, halt hier, ne? Wir wollen ja hier mal schön aktiv bleiben, also du darauf. Ist aber sowieso traurig, ne? Am Anfang habe ich noch 1300 Rubine extra gekauft. Für teuer Geld. Warum hat es diesen Bug nicht von Anfang an einfach gegeben? Hätten wir einfach von Anfang an massig Rubine farmen können. Das ist ein bisschen traurig. Übrigens habe ich gerade geguckt, also vorhin hatte ich endlich mal das Glück gehabt, nach weiß nicht 5 Tagen oder so. Ich weiß, heute ist der 24. Seit wann lief die Aktion? Ab dem 22. Ne? Heißt also jetzt nach 3 Tagen. Ungefähr, genau. Nach 3 Tagen, ja, genau, so ziemlich genau, das müssten jetzt 68 Stunden her sein. 3 Tage minus 4 Stunden. Auf jeden Fall, nach knapp 3 Tagen habe ich heute zum ersten Mal in meiner mobilen Version ein Ei gefunden. Also dieses komische Clickable. Ja, wie gesagt, kommt bei meiner Tablet-Version ultra selten. Ich habe keinen Plan, warum. Wahrscheinlich, weil ich immer nur so kurz reingucke und das hier ja quasi die ganze Zeit offen ist. Ich schätze mal, es liegt einfach daran. Auf jeden Fall kam dann Clickable und der war nicht verbuggt. Als ich den angeklickt habe, ist er direkt weggegangen. Also, ich weiß nicht, ob er jetzt zwischen Tablet und der mobilen Version, also der mobilen Version und der PC-Version, also der Browser-Version, einen Unterschied gibt oder ob es einfach daran liegt, dass die Version auf meinem. Ne, dass die Mobile-Version ja aktueller ist
weil es ja die 1E11er-Version ist, dass da der Fehler tatsächlich wieder gefixt wurde. Kann da natürlich sein. So, jetzt kommen wir hier mal ein bisschen langsamer hier ein bisschen, ne? Was ist hier schlimm? Ist das ja. Was geht denn hier ab? Mal ein bisschen Power bekommen, ja. Tja, da bin ich mal gespannt, wie weit wir jetzt in der Transcension kommen. Ich habe hohe Erwartungen und ich hoffe, sie werden nicht enttäuscht. Das wäre schön. Mal gucken. Wir haben. Ja. Auch wieder bloß eine Steigerung von 6. Das heißt, es wird tatsächlich immer weniger. Aber warum? Mache ich irgendwas falsch? Aber wie gesagt, bei meiner mobilen Version, da steigt der Unterschied immer weiter an. Aber hier wird es immer irgendwie immer weniger. Ich guck mal kurz bei der HZE, wie es da aussieht. Gut, okay, wie gesagt, jetzt muss man auch dazu sagen, dass ich hier früher aktiv gespielt habe und wir hier, wie gesagt, ausschließlich passiv spielen, also Idle. Und ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, dass Idle tatsächlich so viel schlechter ist als aktiv spielen. Das wäre natürlich scheiße. Aber weißt du was? Ich glaube, wir wechseln sogar einfach mal, um zu testen, ob es wirklich daran liegt, bei der PC-Version auch auf ein Hybrid-Build. Und dann hoffe ich, dass es einfach daran liegt. Und wenn nicht, bin ich traurig. Achso, ja, egal. Das, was ich gerade gucken wollte, habe ich jetzt gerade nicht geguckt, sondern irgendwas gemacht. Wow. Ah, ein Ei. Ein Rubin. Ach, so. Oh, Krieg. Und weg. Oh, komm, geht doch. So. Sehr schön. Haben wir wieder ein paar Rubine bekommen? Easy. Das ist so traurig. Schön. Sehr schön. So, dann machen wir hier wieder ein bisschen, ne, ein bisschen aufforsten. Oh, wir hängen. Bitte den Farming Bot wieder rausnehmen. Danke dafür. So, aha. Okay. So, today's weight nehmen wir mal collect. Und yesterday weight nehmen wir collect. Ah, ist quasi die Collector's Edition. So, jetzt können wir hier jeweils mindestens ein Level reinklatschen. Ist doch geil. Was wäre jetzt das nächste? Admin. Ne, lohnt sich doch nicht. Ne, lohnt sich alles nicht. Lassen wir so, wie es ist. Genau. Der Rest kommt nach der ersten Ascension. So, die ja gleich ansteht, ne? Ich glaube, da muss man hier was vormachen. Wir sind quasi gleich am, ja, am Puls der Zeit. Hier oben passt alles? Ne, passt nicht. Wir müssen ja überall noch 100 Level draufziehen. Also müssen nicht. Können wir eigentlich. Ist alles optional. Weil wie gesagt, die Upgrades, die nach Level 100 kommen, ist meistens nur Klickschaden. Und da wir nicht klicken, reichen uns überall die Upgrades, die unter Level 100 sind. Also die bis Level 100 sind. Komplett aus. Ja, das ist sowieso Klickschaden. Hier sein letztes Upgrade ist über 100, ist aber Eigenschaden, kriegt also auch nicht der gesamten Meute was. Ansonsten, die beiden sind doch glaube ich über 100, ist aber auch wieder beides nur Klickschaden. Und das nächste ist dann, glaube ich, das sind alles 100er Upgrades, glaube ich. Die ersten, die nächsten 125er sind dann erst die von den beiden. Und das sind auch jeweils welche für Klickschaden, ne? Also für kritisch Klickschaden. Also, oh, wie gesagt, reicht eigentlich aus, wenn wir immer über 100, also bis 100 kaufen. Passt. Ist kein Problem. So, wir haben mittlerweile fast Level 100 erreicht. Das ist gar nicht mal so schlecht. Was suche ich hier gerade? Okay, halt so. Komm jetzt, bam. So, ah, Armenhop. Der kommt gleich auf 125, 150.
Perfekt. So, dann müssen wir uns darüber auch keine Gedanken mehr machen. Buy all available upgrades. Oder nur buy available upgrades. So, jo, dann haben wir eigentlich relativ easy. So. Jutsche, da haben wir es gleich geschafft, zu Frostleaf zu kommen. Yay! So, wir haben sogar schon die ersten, oder die erste Vergoldung. Den ersten Guild. Ich will klicken. Lass mich klicken. Ich bin klickgeil. Yay! Gleich haben wir Frostleaf. Woo! Hardcore. Finde ich voll geil. Alter, wieder halt einfach. Sobald du den hier auf dem. Ne? Sollte den hier auf ein paar Level hast. Level 10. Gut, ist aber bis dahin auch schon extrem teuer. Ne? Also. Aber, wie gesagt, sobald du den halt ein bisschen hochgelevelt hast, reichen halt hier, ne? Die beide auf jeweils Level 2. Damit du einfach die erste Sension komplett instakill hast. Das ist so geil, das ist so unendlich pornös. Ich brauche halt nicht mal die Autoklicker. Ich brauche nicht mal mehr die Autoklicker. Ich meine, okay, ich könnte jetzt hier auch noch diesen Agent dazu kaufen, der seine Effektivität durch die Autoklicker gewinnt, aber der ist gerade hier nicht im Sortiment, von daher scheiße ich auch auf den. Und wir haben nicht mal die ganze Rubine gebraucht, die wir jetzt quasi dazu bekommen haben, ne? Wir haben zwei Quick Ascension gerade gemacht, das waren 100 Rubine gerade mal. Und die haben schon ausgereicht, um hier einfach alles zu zerlegen. Einfach alles zu zerlegen. Alles. Gut, das ist gerade komplett useless. Brauchen wir gerade eh nicht. Wir sind sowieso viel zu OP. Alles zeigt. Okay, so gut jetzt. So, Achso, ja klar, weil wir jetzt gerade aus dem Eidelbonus raus sind. Egal, Instakill haben wir trotzdem. Einfach weil wir so komplett OP sind. Weil wir jetzt schon Frostleaf haben. Das ist krank, Alter. Das ist so unendlich krank. Gut, und dazu kommt natürlich auch noch hier, ne, unser so schon 1000% plus DPS Gedings. Es ist. Da kann mir keiner erzählen hier, dass es hier irgendwie langsam weh. Warum wird es gerade so langsam? Oh, weil wir immer noch keinen Idol haben. Alter, wie lange braucht ein Idol, um wiederzukommen? Das Ding hat zu klicken, war ein Fehler. Scheiß Dark Ritual. Ritual. Ah, jetzt haben wir es wieder. Und schon haben wir wieder Instakill. Yay! Das ist wieder nur Klickschaden. Egal, ich nehme trotzdem mit. Her damit. Gib her. So, 100 drauf. Hallo? 100 drauf, danke. So, ja, hier auch noch 100. Da auch 100. So, easy, da haben wir alles. Bam. Perfekt. Sehr schön. Da können wir jetzt eigentlich warten? Ach Quatsch. Alter, warum so viel? Ach ja. Ja. Okay, dann würde ich mal sagen, können wir jetzt eigentlich direkt ascenden. Eigentlich können wir jetzt schon ascenden. Mehr kommt eh nicht. Ach, ich will das Ei, Alter. Ich krieg doch eh nichts mehr. Wobei, siehst du, wenn ich jetzt... Scheiße. Jetzt habe ich es weggeklickt. Oh nein. Ah, egal. Vielleicht kommt jetzt nochmal eins. Weil eben, wenn ich jetzt einfach direkt gesendet hätte, dann wäre es ja noch da geblieben und dann hätte ich klicken können. Egal. Ist egal. Ist komplett egal. So, jetzt muss ich irgendwie... Kriege ich das hin? Garantiert nicht. Ich muss jetzt einmal klicken. Wobei, nee, sollte ich ja einmal klicken, ist der Idol direkt weg. Scheiße. Ach Mist. Na gut, okay. Langweilig. So, jetzt weg mit dir. Der wechselt jetzt mal auf Idle. Also sobald die Zeit rum ist. So, und jetzt können wir mittlerweile richtig Scheiße einkaufen. Admin, her damit. Nee, überhaupt nicht. Wie wollen.
Komm her. Bringt uns noch nichts. Lass ich mal raus. Der bringt uns auf jeden Fall was. Aber sowas von extrem. Gold, ja, meinetwegen immer her damit. Ja, schon wieder nur Scheiße. Ach, komm her. Ganz ehrlich, fuck off. More Treasure Chests auf jeden Fall. Komm. Leck mich am Arsch. Schon wieder nur Müll. Schon wieder nur Müll. Und dich noch. Reicht erstmal. So. Okay. Jetzt kaufen wir mal ein bisschen ein. Das heißt, den Typen hier. Ja, wie jetzt? Genau, hier die ganzen Goldies, die machen wir mal auf Level 10 oder so, keine Ahnung. Ich rate jetzt auch nur. Dann du noch auf Level 10 oder so. Vielleicht eigentlich können wir mittlerweile auch fast einfach Level 100 nehmen. Wie sieht es aus mit Level 1000? Ah, das ist schon ein bisschen teuer. Gut, also 90 dazu. Bei denen jeweils auch 90 dazu. Genau, 90. 90. So, aber jetzt brauchen wir auch keine Relikte mehr. Die bringen jetzt nichts mehr. Das sind jetzt alles die ganz teuren. Die lasse ich erstmal komplett außen vor. Der hier oben ist auch noch ein preiswerter, oder? Genau, das heißt, du kommst auch auf Level 100. Bam. Und ganz unten, Fialatas ist auch Level 100. Sehr schön. So, weitere 100 Level würden 15. Nee, das wird zu teuer. Wie ist es mit dir aus? Ach ja, stimmt, du bist ja schon einer der etwas teureren. Na, ich mach dich mal manuell hoch. Ach stimmt, Noganit hatte DPS. Das ist aber so scheiße. Bei der alten Version, bei der Version, die ich halt unter den Beispiele, da ist Naganaut für Gold und bei der neuen Version zum Glück DPS, weil DPS ist halt effektiver. Laut meiner objektiven Ansicht, nee, subjektiv. Objektiv wäre es, wenn es gleichgültig, also wenn es nicht persönlich an X auch egal. So. Die können wir eigentlich alle gleich auf Level 10 hieven. Genau. Dann machen wir das auch mal. Level 10, Level 10, Level 10, Level 10. Bam. So. Okay. Sollte erstmal reichen. Oha, wir stagnieren. Warum das denn? Oh, Moment mal. Willst du mich verarschen? Ich dachte, ich hätte den Autoklicker drauf gesetzt. Lol. Also, Twibis ist Level 1 und wir sind schon Level 60. Yay. Das finde ich gerade ein bisschen creepy. Ja, gut. Noch Fragen? Also, ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber ich finde das ein bisschen. Hä, Moment, gibt es ja noch kein V? Hier gibt es noch kein V? Mach dann halt nicht, mach halt manuell. Hier, bumm, easy. Was? Ach komm, ja, bam. So. So. Wir müssen auch bald mal wieder gucken, welche wie wir minimieren können. Das können wir dann morgen irgendwie so. Ach, scheiße. Können wir den morgen irgendwie machen? Keine Ahnung. So. Alle schön auf Level 200 ziehen, einfach weil das Auge mit ist. Und die Ascension wird ja schon wieder eine etwas längere Ascension. Die werde ich dann auch wieder bis morgen laufen lassen, weil, ne? Die werden wir in der Aufnahme nicht mehr schaffen, solange wie die jetzt gehen wird. Weil ich meine, wir haben alleine mit Füß auf Level 1 haben wir bereits Level 60 geschafft.
Das heißt, wenn ich jetzt ein Auto klicke auf Tweebie, auf Mann. Auf Frostleaf setze. Die Ascension wird definitiv bis Level, keine Ahnung, geschätzt, bis mindestens Level 1000 gehen. Mindestens bis Level 1000. Und das heißt, das werden wir jetzt in dieser Aufnahme nicht schaffen, bis dahin zu kommen. Von daher werde ich die Ascension halt bis morgen früh ziehen lassen. Oder ich wechsle mittlerweile echt darauf, auch während der, also. Was? Also quasi offscreen zu senden. So, was war jetzt genau? Wow, schon zwei Drittel. Läuft. Wir spielen mittlerweile 11 Tage. Wir spielen gerade mal 11 Tage? Stimmt doch, heute hin. Wir spielen gerade was? 10 Stunden, 36. Okay. Wait a second. Okay. Warum so schnell? Bin ich jetzt dumm oder so? Stats und dann Transfernchen. Ja, nee, stimmt gar nicht. Bei meinen, ja, da habe ich so ähnlich lange. Na, nee. Also bei der ersten Transfernchen habe ich einen Tag gebraucht, also 24 Stunden. Okay, die zweite Ascension war 4 Minuten, keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Dann die nächste 8 Stunden, heute ja auch fast mit 10 Stunden. Dann aber schon 37 Stunden. Obwohl, haben wir auch 36 Stunden. Dann 106 Stunden. Ja, und da wird die Zeitdifferenz schon größer. Meine vierte Ascension hat 106 Stunden. Hier habe ich gerade mal 60. Und meine fünfte hat schon 430 Stunden gebraucht. Das sind also knapp 20 Tage irgendwie so. Und wir haben gerade mal 118 Stunden gebraucht. Wahrscheinlich habe ich deswegen hier auch mehr Hero Souls. Eben, ich habe mir meine Ascension, oder für die Ascension habe ich mir hier mal viel, viel mehr Zeit gelassen. Ich habe ja auch hier bei einer, bei der, wo wir so, ne, diesen Sprung haben wir gerade bei 10 Ascension Maximum. Hier hatten wir ja auch 10 Ascension, 50 waren ja diese Quick Ascension, diese ganz kurzen Dinger. Und bei meinen habe ich in der Regel immer so 17 Ascension pro Transcension gemacht. Teilweise sogar hoch bis 20 Ascension. Na gut, das kann, dann heißt es, dann wechseln wir doch noch nicht auf einen Hybrid. Dann liegt das, dass ich hier bisher viel weiterkam, halt einfach nur daran, dass ich mir hier viel mehr Zeit gelassen habe. Ja. Gut zu wissen. Einfach Instakill. Einfach Instakill. Klar, warum nicht? Weg da. Mann, blödes Ausrufezeichen. Kann man diesen Tab nicht einfach löschen? Ganz ehrlich, Relikte? Können es nicht einfach wieder abschaffen? Könnt ihr nicht einfach so einen kleinen Kommentar in Changelog schreiben? Es tut uns leid, es war ein Fehler, er wurde wieder entfernt. Nee, ja, aber nein, einfach drin lassen die ganze Zeit. Oh! Kriegen wir Rubine? Ja, kriegen wir Rubine, genau. Sehr schön. Und schon haben wir eine von den beiden Ascension, Quick Ascension wieder raus. Ist das nicht geil? Alter, das ist so böse. Ah, dieser Bug. Ah, naja, mal gucken, wie lange wir noch auskosten können. Frostleaf, schau mal nach, guck. Genau, dich nehmen wir mal hier direkt. Okay, sind jetzt nicht so viele, gerade mal ein paar. Dafür können wir die hier alle hier raufsetzen. Wir haben, wie viele Hero-Souls haben wir? 70.000. Auch gut, da können wir die direkt hier raufsetzen. Ja. Können wir alle mit einmal draufsetzen. Kein Problem. So, das hier, doch, jetzt können wir das machen. Wird dann etwas längere Ascension. Bam. So, Autoklicker rauf. Und ab jetzt heißt es quasi einfach nur noch zurücklehnen und entspannen. Ist das rauchig? Ja, ist es. Und zwar extrem. So. Können wir mal gucken. Obwohl, ja, nee, das ist, wie gesagt, nur noch 70.000 und der nächste kostet alleine schon 800.
Also wird langsam ganz schön teuer, von daher lassen wir es einfach mal. War ja nicht die letzte Ascension, ne? Von daher. So. Ja, geile Scheiße. Siehst du, einfach weil es mich gerade interessiert. Einfach weil es mich gerade interessiert. Weißt du, ich meine, ich persönlich bin ja einer, ich heb mir lieber ein paar Hero Souls auf, 70.000. Aber ich wette, der Kalkulator sagt, ne, mein Lieber, gib mir noch ein bisschen mehr auf, aus. Wobei der Kalkulator wird zwar jetzt wahrscheinlich Solomon hochleveln, so wie ich ihn kenne. Ach Quatsch, Solomon. Wir haben doch gar keinen Solomon. Mann, Alter. Das ist dieses typische Multi-Level-Syndrom, weil ich mit zwei Versionen gleichzeitig spiele. Und hier gibt es halt Solomon. Bei der modernen Version aber nicht mehr. Ja gut, das heißt, ja gut, okay, solche Sachen mache ich persönlich halt nicht. Ich versuche gleich immer gleich, also entweder 100 oder gleich 200. Aber ganz ehrlich, dafür hätten wir hier nur noch ein Drittel an Hero Souls. Und da sage ich mir persönlich so, nee, lass mal nicht machen. Lohnt sich einfach nicht. Der Kalkulator ist doof. Der kann mich mal. So, das heißt, ja, sehr schön. Haben wir die Transcension und sogar schon eine Ascension überstanden? Gott, gegen die Codes, Alter! Na gut, 15 Minuten. Geht tatsächlich. Hat sich kürzer angefühlt. Hat sich irgendwie angefühlt wie 5 Minuten oder sowas. War doch ein bisschen länger. Na gut. Ich dachte schon. So, was ist hier schon wieder los? Ah, die ersten Klugscheißer melde ich hier. Ah, komm. Versink in der Versenkung. Was? Genau. So. Wunderschöne 3%. Ist das nicht geil? Tja, die Frage ist, wie gesagt, bei der nächsten Transcension gucken wir dann, wenn ich dran denke, vor der Transcension, wie so die aktuelle Lage ist, ob es sich tatsächlich auch mal wieder lohnt, hier unten was hochzuleveln. Aber eigentlich sah das so relativ gut aus. Wir hatten immer mehr als 100% goldene Kisten. Das heißt, Dora war vollkommen in Ordnung. Das mit dem 10-fach Gold, okay, hätte besser laufen können, aber Kronos ist halt einfach zu teuer. Hier will ich gar nicht mehr ausgeben. Ja, Barbus ist sowieso so ein Fall für, nee, lass mal nicht machen. Das Einzige, wo ich halt gerne noch ein bisschen ausgeben würde, wäre Erdmann. Aber das Problem ist, da haben wir schon Level 6. Und er wird halt einfach scheiße teuer. Und bekommt aber pro Level immer nur genau 25% dazu. Das heißt, wir müssten 7 Ancient Souls ausgeben, damit er in der Effektivität um ein Siebtel steigt. Ne? Weil er hat jetzt plus 150%, heißt also, er hat insgesamt 250%. Was? Da habe ich ja falsch gerechnet. Eben. Ja, eben, wenn er 150, ich habe gerade im Kopf mit 150 als Basis gerechnet. Eben, er hat da 250. Das heißt, wir würden von diesen 250% auf 25 mehr gehen. Das wären also gerade mal 10% mehr von Admin für 7 Ancient Souls. Und das ist mir halt einfach zu teuer. Ist, also, wenn wir später irgendwann in Ancient Souls schwimmen und dann pro Transcension, weiß nicht, 100 Ancient Souls bekommen, ja, zu dem Punkt kommen wir, glaubt mir, dann können wir das gerne machen, aber nicht jetzt. Jetzt ist das noch zu teuer. Von daher, ja, komm, verpiss dich halt. Von daher, ja. Macht das Ganze so schon relativ gut Sinn? Guck mal, Wakamaru ist halt auch so, lohnt sich noch nicht. Das lohnt sich wirklich erst dann, wenn wir wirklich viele tausend Level pro Ascension haben. Genau, den haben wir hochgelevelt, den haben wir auch annehmlich hoch. Der ist halt auch mittlerweile, ne, also um ihn halt zu verdoppeln, müssen wir nochmal 10 Ancient Souls bezahlen. Lohnt sich nicht, weil man sieht ja jetzt schon, wie OP wir sind. Von daher,
Ich meine, gut, der wird ist ja auch mittlerweile ganz schön teuer, muss man dazu auch sagen. Also der lohnt sich auch nicht mehr lange. Weil, ne, das nächste Level kostet schon 11. Deswegen, bei der nächsten Transcension müssen wir wieder ein bisschen ausgucken, ausloten, was wir hier wirklich noch Sinn macht. Ob wir überall ein bisschen rein investieren oder sagen, okay, nein, wir konzentrieren uns eher so auf 2, 3, die wir dafür ein bisschen mehr hochleveln. Ich lasse mich da ein bisschen überraschen. Ich habe keine Ahnung. Vor allen Dingen, wie gesagt, haben wir es halt nicht geschafft, auf 1E30 zu kommen. Das finde ich ein bisschen schade. Also, okay, ich weiß, wir hätten noch 3 Ascension machen können, hätten wir es auch auf der 1E30 geschafft, aber das finde ich dann auch ein bisschen useless. Von daher machen wir lieber ab und zu eine Transcension mehr. Halten dafür die Steilung relativ steil. Die Steigung relativ steil. So. Ich glaube mal, da kommen wir besser mit weg. Vor allem, wenn wir einfach pro Transcension 60 Ascension machen. Dann kommen wir gut weg. Ja. Nice Style. Gut, in dem Sinne. Oh, wir können uns bereits auf Dreadnought umsteigen. Wow. Ja, gut, war ja auch klar. Genau. In dem Sinne würde ich mal sagen, das war's. Dann sehen wir uns morgen wieder und dann gucken wir mal, wo wir direkt bei der ersten richtigen Ascension Brett landen. Weil die erste Ascension war ja nur so eine Einstiegs-Ascension, um überhaupt erstmal Hero Souls zu bekommen. Von daher ignoriere ich die immer. Und quasi die Ascension nach der ersten Ascension, nach einer Transcension, wow, ist für mich die erste richtige Ascension. Und da können wir jetzt mal gucken, wie weit wir hier kommen. Bin ich mal gespannt. Gut, in dem Sinne würde ich mal sagen, schau mit V und dann sehen wir uns morgen wieder. Genau. Bis dann. Tschüss.